Aufgestanden und habe erst noch ein bisschen mit meinem Freund gekuschelt und habe mir gedacht, heute Morgen ist ein guter Zeitpunkt, um meine Küchenfächer mal auszusortieren. Genau, und dann habe ich heute Morgen erstmal noch ein bisschen rumgekruschelt und dann hat mir mein Freund geholfen, meine Küchenfächer auszuräumen. Dann haben wir erstmal alles bei mir im Zimmer auf den Boden gelegt und es wird immer empfohlen, dass man die Sachen nicht einfach aus dem Schrank rausräumt, sondern nicht direkt im Schrank aussortiert, sondern erstmal alles ausräumen und wirklich nur die Sachen zurücktut, die man auch wirklich behalten möchte. Also wir haben jetzt alles aus der Küche geholt und mein Baby im Zimmer auf dem Boden verteilt. Und ja, das ist jetzt das alles, was vorher in meinem Kitchen Cabinet oder in meinem Küchenschrank drin war. Und ich habe hier schon mal einen Sack voll gemacht mit leeren Gläsern, die auch bei mir im Schrank waren. Da seht ihr schon, da ist ganz oft dieses Schüttgut. Genau, dieser Schüttgut-Aufkleber drauf. Das ist der Unverpacktladen in Stuttgart, mit dem kaufe ich ganz viel ein. Vor allem so trockene Sachen wie Nudeln, Bohnen und so weiter und so fort. Genau, jetzt werde ich mich mal dran machen und das aussortieren. Das Problem beim Essen ist halt so ein bisschen, eigentlich will man davon ja nichts wegwerfen, weil ja, Essensverschwendung und es wird eh schon viel zu viel Essen weggeworfen. Und deswegen habe ich tatsächlich nur die Sachen weggeworfen, die weit über dem Mindesthaltbarkeitsdatum waren oder die irgendwie nach der Geruchsprobe wirklich nicht mehr gut waren. Und alles andere, was ich nicht behalten möchte, gebe ich entweder an meine Mitbewohner ab oder stellt sich nachher aufs Foodsharing. Okay, der nächste Schritt ist jetzt auszusortieren. Bei Essen finde ich das so ein bisschen schwierig, weil die Sachen, die ich halt nicht mehr haben möchte, möchte ich auch ungern wegwerfen. Deswegen, ja, Food Waste, also Essen, das im Müll landet, ist halt immer kacke. Deswegen habe ich jetzt hier drei Tüten um mich herum. Das hier ist die Tasche, wo ich meine leeren Gläser, die ich im Unverpacktladen benutzen kann, sammle. Das heißt, falls ich hier irgendwas wegwerfe und tatsächlich den Inhalt wegwerfe, dann kann ich mein Glas danach da rein tun und dann wieder verwenden. Dann haben wir hier eine Tasche, in die ich alles, was ich spenden möchte, also genau alles, was ich nicht mehr selber haben möchte, aber wo ich weiß, dass es noch gut ist, werde ich auf Foodsharing stellen. Und das habe ich in der Tasche. Und dann habe ich noch den Müllsack. Und da kommt natürlich das rein, was halt weggeworfen wird. Ich hoffe, dass es nicht so viel ist. Aber ja, vielleicht ist tatsächlich das eine oder andere dabei, weil es halt nicht mehr gut ist oder so. Fangen wir mal an. Genau. Ach ja, und wo tue ich eigentlich die Sachen hin, die ich behalten möchte? Das ist auch eine gute Frage. Vielleicht auf mein Bett. Okay, also alle Sachen, die ich behalten werde, die werden nach links kommen, beziehungsweise ja, von euch aus auch links. gut, dann fangen wir mal an. Kidneybohnen, die wir immer gebrauchen. Mais. Dann habe ich hier, achso, ja genau, diese Kiste hier ist meine Backkiste. Deswegen sind hier Mandelblättchen drin, die behalte ich. Hier sind Wasabi-Erbsen, die gehören eigentlich gar nicht in mein Küchenkabinett, sondern ich habe hier so eine Kiste mit Snacks. Also gehören die eigentlich in die Snackkiste. Ich sollte vielleicht dazu sagen, das ist das letzte Mal, dass ich meinen Küchenschrank ausgeräumt habe, sicherlich 2 Jahre her ist. Okay, dann haben wir Wein, den ich nicht mag. Und von dem haben wir 3 Flaschen. ja. Next. Kidneybohnen. Hafermilch. What?
Do you want an advice? What? Use bottles without labels. Why? It looks way better, way more orderly, and way less chaotic. Just saying. You want another advice? Toast. Sure. Sure. Okay, toast. Semmel. Lasagne, Sriracha-Soße, die ich nicht aussprechen kann. Sojasauce, aber ich habe zwei Sojasauce-Flaschen. Das heißt, ich könnte eigentlich eine Sojasauce-Flasche auflösen und es in die andere Sojasauce-Flasche reinmachen. Total cool. Oh, Bananenchips. Ich habe irgendwo anders noch mehr Bananenchips. Und auch noch Bananenchips. Oh yeah, and there's like these really weird dates that taste disgusting. Ah. Das ist dieses Knetzeugs, was man für Kuchen benutzt. Ich weiß gerade nicht, wie das heißt. Aber wir haben an meinem Geburtstag haben wir so Vulva-Cupcakes gemacht und das ist übrig geblieben. Aber ja, ich habe keine Ahnung, ob ich es jemals wieder verwenden werde. Oh, es sind Black Beans. Jetzt habe ich die schwarzen Bohnen mal in ein Glas gestellt. Ich finde Gläser immer viel, viel praktischer als irgendwelche Tupperware oder so. Weil man halt von außen dann auch sieht, was drin ist. Ja. So. Außerdem sind diese True Fruit Smoothie Flaschen sind mega praktisch, weil die halt relativ hoch sind und relativ viel reinpasst und die da nicht so viel Platz im Regal wegnehmen. Und das habe ich gerade eben erst wieder bei mir im Kühlschrank gefunden. Das ist so ein Kräuter der Provence Öl. Ja, das müssen wir mal essen. Schnaps aus Ungarn. Und das war's. Das war's. Und jetzt werde ich mich mal daran machen, das alles wieder in meinen Schrank einzuräumen. Und dann mal gucken, wie es vorher und nachher aussieht. Bevor ich jetzt alles wieder in meinen Schrank räume, dachte ich, ich zeige euch mal noch kurz, was jetzt übrig geblieben ist. Das liegt jetzt gerade alles noch auf dem Boden. Genau, aber ich zeige euch das mal kurz, damit ihr es ein bisschen einschätzen könnt, wie viel denn jetzt weggekommen ist. Und zwar sind das hier alles Sachen, die zurück in den Kühlschrank müssen. Und dann haben wir die ganzen Sachen, die zurück in meinen Schrank müssen. Ja, es ist ein bisschen weniger geworden. Und das war diese Kiste, wo ich meine ganzen Backsachen drin hatte. Die muss ich dringend mal waschen. Und dann habe ich meinen Sack immer noch mit den Behältnissen, die ich für den Unverpacktladen benutzen kann. Hey, also das war's. Es ist deutlich weniger geworden. Ich brauche jetzt nicht mehr das obere Fach zu benutzen, sondern es passt alles in die unteren zwei Fächer rein. Und genau, ich habe jetzt die Box gar nicht für meine Backsachen benutzt, sondern irgendwie für alles, was so ein bisschen lose ist und was man nicht hinstellen kann, weil es in irgendwelchen blöden Verpackungen drin ist. Und habe dann alle Sachen, die ich irgendwie oft aus dem Schrank nehme, wie zum Beispiel Soßen und sowas, in das untere Fach, damit ich dann besser rankomme. Und auch dieses kleine Regal nach unten getan, damit ich quasi an jedes Stück, was ich aus meinem Schrank brauche, mit einem Schritt rankomme. Und dann kam ich auf die gute Idee, meine Muffinförmchen einfach so ein Gummi drumherum zu machen. Dann sind die auch ein bisschen besser aufgehoben. Und dann habe ich alles, was trocken ist, habe ich oben reingetan. Also genau, meine Nüsse, meine Saaten, meine Samen, meine Getreidesachen und genau, Bohnen und sowas. Und ja, die Lasagneblätter, die ich hoffentlich demnächst aufbrauche, die sind auch da. Und dahinter habe ich die Hafermilch und ganz da hinten ist noch die Tomatensauce. Genau, also das ist halt tendenziell alles, was ich jetzt nicht so oft irgendwie aus dem Schrank hole, sondern nur einmal koche, das ist da oben drin. Und alles, was ich tatsächlich oft benutze, ist eher hier unten. Die sind zum Beispiel auch, meine Gewürze sind da hinten, irgendwie Hefeflocken und so und Backsachen und Erdnussbutter und ja, so ein Krams. Genau, das war's. Und alles mein sieht jetzt so aus. Ist immer noch voll, aber nicht mehr so schlimm wie vorher.